Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11 Part 60 mittlerweile. Ja, Part 60. Das ist heftig. Muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. 60 fucking Parts nehme ich das Spiel schon auf. Und ich habe immer noch so viel Freude wie am Anfang des Spiels. Wie beim ersten Part schon. Das ist echt. Ja, es ist so oder so, finde ich es halt toll. Und ist auch mit Part 54 schon mein längstes Let's Play, habe ich ja schon mal erwähnt. Aber Part 60 ist schon eine Leistung. Nun, im letzten Part haben wir erfahren, wie es weitergeht. Und zwar haben wir einen Traum gehabt. Wir haben einen Traum gehabt, ja. Da hat uns ein Ashenburger Ritter irgendwie Hilfe, bla bla bla, und eigentlich träumen alle denselben Traum dort. Und da haben wir gedacht, so, gehen wir mal nach Ashenburg gucken und nach, was Lage ist. Und jetzt sind wir hier. Und sprechen wir das Grab an. Hier ruhen König Alwin und Königin Eleanor von Ashenburg. Nun ja, dann gehen wir mal weiter und gucken mal nach, was hier hinter ist, beziehungsweise was uns da jetzt erwartet. Herrje, hier hat bei unserem letzten Besuch ja schon alles in Trümmern gelegen, aber das ist kein Vergleich, es bricht mir richtig das Herz. Wo war ich? Ach so, ja, es müsste hier irgendwo sein. Würdet ihr Burschen mir einen Gefallen tun und das hier wegräumen? Na, steh nicht untätig rum, mein Lieber. Wenn ich mir die Hände schmutzig mache, dann tust du das auch. Ist ja schon gut, mache ich schon. Wohin führt diese Treppe, Fürst Bodo? Zu einem unterirdischen Gang, der unter dem Schloss verläuft. Er sollte es der königlichen Familie im Falle eines Angriffs auf Ashenburg ermöglichen, zu fliehen. Also dann lass uns reingehen und schauen, ob wir irgendwelche Hinweise auf die Identität unseres rastlosen Ritters finden können, ja? Zumindest hat er ja eine Ashenburger Rüstung gehabt. Haben wir das Ding schon kaputt gemacht? Haben wir schon. Sehr gut. Auf geht's, runter. Verließe des Schlosses Ashenburg. Sehr atmosphärisch hier. Die Karte sagt auch, na, viel Auswahl hast du nicht, du hast nur halt Schlauch. Aber wieder sind wir hier eng. Hier ist aber ganz schön trocken. Nee, doch nicht. Hier fließt sogar Wasser. Der Boden sieht aus wie Ruß. Staubig. Ja, so sieht der Boden hier aus. Und es zieht ja auch so eine kleine dumme, wollte ich gerade sagen. So eine Staubschicht läuft hier, sieht man hier schon. Rumflattern. Ah, hier ist nichts. Rat außer Rat natürlich. Und eine Kiste. Nun, das ist nicht sehr viel. Aber wir gehen weiter. Und das Verlies erinnert mich doch. Spieler an den Verlies wie Heliodor. Der sieht halt ähnlich aufgebaut aus. Da ist eine Schatztruhe. Vorher müssen wir aber uns an den Killerratten vorbeitrauen. Wir finden vier Fiolen Waisenelixier. Hendrik steckt sie dankbar in seine Tasche. Hendrik, du sollst auch von dir alles für meine Sachen in die Tasche zu stopfen. So, hier ist der große Raum. Und da ist anscheinend der Ritter. Solcher Schmerz, solch Verzweiflung. Wie könnt ihr es wagen, hierher zurückzukehren? Hinfort mit euch, Diener des Bösen. Ihr habt mir alles genommen, ihr habt alles zerstört, ihr Monster. Ich werde euch nie vergeben. Cooles Schwert. Ich würde ja gern ein wenig mit unserem Freund hier plaudern, aber ich habe das Gefühl, dass er etwas anderes Sinn hat. Ja, er will kämpfen, rastlose Ritter. Schönes Schild und schönes Schwert. Kann ich es dir klauen? Hier kommt, was ich habe. Kann ich es überhaupt in Gebäuden einsetzen? Ja, gut. Direkt 200 Schaden.
Urknall. Was, was, was? Was für eine coole Attacke. Was hat er da gemacht? Perlentor. Wir setzen natürlich unsere stärksten Angriffe rein, das ist natürlich klar. Wir wollen auch nicht verlieren. Oh, schöner Crit dabei. Ich habe ja gedacht, die Attacke kann man nur draußen einsetzen. Er greift wieder an. Er macht aber auch viel Schaden, ne? Und er... Natürlich sammelt er sich. Ach komm. Bodo, es ist Zeit, ne? Ich möchte jetzt nicht gleich sterben, deswegen mache ich Heilung, anstatt den Perlenangriff. Du darfst bitte einmal... Warte mal, du hast noch einen guten Zauber. Fähigkeiten. Machen wir das hier mal. Und du machst bitte den Quadrat nochmal. Weil wir brauchen jetzt Verteidigung. Wahrscheinlich rastet er nämlich gleich richtig aus. Aber noch nicht. Hälfte haben wir schon runter, Die Macht der Finsternis. Jo. Ich schleudert wieder ein Ball der Bosheit. Verringert Bodes Maximum? Ist er doof? Ist er doof? Ja. Ja, natürlich ist er doof. Oh, einen Schlag hat er abgewehrt. Egal, wir müssen leider trotzdem jetzt langsam heilen. Weil sonst könnte der Hendrik gleich draufgehen. Könnte. Was hast du eigentlich noch für Zauber? Mach mal eine Multi-Mittelheilung. Multi? Was bedeutet... nein, ich wollte nicht dies. Das kannst du mal einsetzen. Multi-Heilung, das macht alle. Aber immer langsam. Ah, gut, abgewehrt. Er sammelt sich schon wieder. Schön. Dann ist er ja trotzdem bald down, ne? Da ist er doch schon. Guck mal, da liegt er. Der rastlose Ritter wurde besiegt. 4000, 3000 Goldmünzen. Level 41 geworden. Und 8 Talentpunkte. Nice. Ach, dieser Schmerz. Ihr habt mir meine geliebte Eleanor genommen. Ihr habt mir meinen Sohn genommen. Ich werde euch niemals vergeben. Eleanor? Aber das ist der Name der ehemaligen Königin. Da seid ihr ja... Alvin, der letzte König von Ashburg. Genau wie ich dachte. Ein großer Mann und ein fähiger Krieger. Davon habt ihr euch ja gerade selbst überzeugen können. Und was am wichtigsten ist, er ist dein Vater. Es tut mir leid, dass ihr beide euch auf diese Weise begegnen musstet. Was ist mit dir geschehen, Alvin? Komm schon, Junge, sieh mich an. Oh. Was zum... Endlich seid ihr gekommen. Lange habe ich darauf gewartet, dass eine gütige Seele meinen rastlosen Ritter von seinem Elend erlöst. Die Stimme aus dem Traum. Ihr habt natürlich recht. Vor euch kniet Alvin, der König von Ashenburg. Vor all den Jahren an jenem finsteren Tag aller Tage kämpfte bis zum Ende. Das Licht der Gerechtigkeit gab ihm Kraft und er weigerte sich, der Finsternis zu weichen. Doch mit der Zeit verblasste dieses Licht und das Einzige, was vor ihm blieb, ist die gequälte Seele, die ihr euch vor euch seht. Verloren zwischen Licht und Finsternis, Leben und Tod. Ich bitte euch, helft ihn. Erlöst ihn von diesem Albtraum. Erhält die Finsternis seiner Verzweiflung mit dem Licht der Hoffnung. Die Stimme, sie ist wieder verstummt. Wer ist sie? Das wird warten müssen. Alvin, sie hat unsere Hilfe nötig. Aber was sollen wir tun, um ihm zu helfen? Weiß ich nicht. Was können wir tun, um ihm zu helfen?
Dieser Schmerz, diese Verzweiflung, ihr habt mir Eleanor genommen und Miku. Ihr habt alles zerstört. Ich werde euch nie vergeben. König Alvin murmelt weiter mitleidserregend vor sich hin. Näher herangehen, um ihnen zuzuhören. Ja, hier ist gerade nichts in der Nähe, also ja, klar. Als Miku näher tritt, ist er von der inneren Leere seines Vaters plötzlich wie gelähmt. Riech ich da etwa Frischfleisch? Ist eine ganze Weile her. Jahre sogar. Nun denn. Ich muss erst dafür sorgen, dass ihr euch schön elend fühlt, bevor ich eure zarte Pein verschlinge. Seht und verzweifelt. Solcher Schmerz, solcher Kummer. Ich bin hilflos, machtlos, gefesselt von der Ketten der Reue. König Alvin, es ist uns eine große Ehre, dass ihr uns eingeladen habt, diesen überaus besonderen Tag mit euch zu feiern. Die Geburt eures Sohnes und Erben für uns alle ein Anlass großer Freude und Glückseligkeit, Eure Majestät. Danke, danke, ja, heute ist ein bedeutsamer Tag für Eschenburg. Ich empfinde große Demut ob der Tatsache, dass ich ihn mit euch allen feiern darf. Mein lieber Sultan, König Gustav, erlaubt mir euch beide in Eschenburg willkommen zu heißen. Ihr seht, ihr ehrt uns mit eurer Anwesenheit. Die Ehre ist ganz unsererseits, König Alvin. Wahrlich, es ist viel zu lange her. Tausend Dank dafür, dass ihr derart üppige Festivitäten organisiert habt. Aber natürlich sind wir hier nicht zum Feiern hier. Der heutige Konvent der Könige soll das Schicksal von Erdria über Generationen hinweg bestimmen. Ich für meinen Teil will sicherstellen, dass die Interessen meines Volkes angemessen vertreten werden. Bitte verzeiht, wenn ich bisweilen ein wenig leidenschaftlich agiere. Dies ist das erste Mal, dass die Herrscher der vier Königreiche unter ein Dach versammelt sind, wisst ihr? Fürwahr eine bedeutsame Gelegenheit. Aber der Anlass ist natürlich ebenfalls bedeutsam. Die Geburt eines Kindes, das den Titel des Lichtbringers erbt, ist ein Ereignis von beispielloser Tragweite. Das ist sie, in der Tat. Ich möchte euch erneut dafür danken, dass ihr diese Versammlung so schnell zugestimmt habt. Ich muss nur noch einige letzte Vorbereitungen treffen, bevor wir den Konvent abhalten. Ich werde euch holen, sobald wir beginnen können. Wachen! Hat zufällig einer von euch König Kaneol gesehen? Ja, eure Hoheit. König Kaneol geht gerade mit Fürst Bodo auf dem Schlossgelände spazieren, Hoheit. Stimmt, erst ab da war es ja so, dass König Kaneol besessen ist, seit der Geburt, ne? Ihr seid doch nicht so ungeduldig, der Kleine wird uns vorgestellt, sobald der Konvent der König abgeschlossen ist. Soweit ich weiß, soll das Treffen jeden Augenblick beginnen. Ich sah König Alvin zusammen mit König Kaneol zum Hof gehen. Dann sehen wir ja vielleicht, wie ich geboren werde, oder nee, ganz, also so exakt nun auch nicht, aber dann sehen wir ja, wie er von den Bösen besessen wurde. Vielleicht sogar. Mal sehen. König Kaneol, Fürst Bodo. Bodo sieht in den Klamotten übrigens aus wie so ein besoffener König, ne? Aber gut. Ich werde die Konvent in Kürze einberufen, wenn ihr euch dann bitte bereit machen würdet. Fürst Bodo hat mir mitgeteilt, dass der Junge das Mal trägt, dass er der wiedergeborene Lichtbringer ist. So ist es, ja. Ich habe beschlossen, ihn euch allen beim Konvent zu präsentieren. Der Anblick der vielen Leute, die sich versammelt haben, um seine Geburt zu feiern, hat mir vor Augen geführt, wie wichtig er ist. Welche große Hoffnung das Licht, das er bringt, darstellt. Spart euch die Rede für die Versammlung auf, Alvin. Also ist er schon da? Nimm sie nicht zu Herzen, Junge. Das Schicksal von ganz Etria hängt nur vom Lichtbringer ab. Nicht alle werden glücklich darüber sein. Nun gut, es ist bald soweit. Wieso gehst du nicht den Kleinen aus Elinors Gemächern holen? Ja, dann gehen wir doch mal direkt hinterher, ne? Und fort sind sie. König Alvin, König Kanon und Fürst Bodo. Alle sind nach oben gegangen.
Dann dürfte der Konvent der Könige schon bald beginnen. Auf nach oben! Yay! Yay! Hallo? Wie oft muss ich denn noch sagen, du alter Blödmann? König Elenors Gemächer sind hinter dieser Tür und dann zur Linken. Mach schnell, bevor König Alvin hier ankommt. Es tut mir leid, ich bin neu hier. Hinter dieser Tür und dann zur Linken. Ja, zum königlichen Schlafgemach. Schnell hinterher. Gucken. Guga Gaga. Auch er ist ja so winzig. Darf ich ihn berühren, Frau Elenor? Ich werde auch aufpassen. Ich glaube, er mag dich, Jade. Er will spielen. Er ist ein ganz besonderer Junge, weißt du? Sie nennen ihn den Lichtbringer. Die Leute setzen große Hoffnung auf ihn. Ich hoffe nur, dass er einmal sein Vater nachgerät. Dass er den Leuten helfen kann, ihre Probleme zu bewältigen, genau wie Alvin. Ich hoffe, dass er einmal so nett und gütig sein wird wie ihr, Frau Elenor. König Alvin? Der Konvent beginnt kurz, Elenor. Würdest du mir den Kleinen geben? Also, ein Kleiner. Reden wir mit ein paar furchterflößenden alten Männern, was? Keine Angst, Papa wird dich schon auf dich aufpassen. Oh, Alvin, du musst ihn nicht so fest umklammern, weißt du? Lass den armen Jungen doch atmen. Ach, sieh dir nur an, weil wie es da draußen blitzt und donnert. Und das an so einem besonderen Tag. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Sie ist gerade schon topfit dafür, dass sie das Kind erst geboren hat, ne? Komm schon, Elenor, es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Wir beschützen dich, egal was passiert, nicht wahr, Kleiner? Was mit mir, hm? Hey, du brauchst mich nicht, um dich zu beschützen, Jade. Du hast König Carnival. Dein Vater ist jemand, den man nicht unterschätzen sollte. So viel steht fest. Also gut, wir sollten jetzt besser mit dieser Versammlung beginnen. Bis später, Elenor. Viel Glück euch beiden. Ja, können wir die Schränke durchsuchen? Ein Stein des Überlebens. Ist da jemand? Wie spricht ihr der Frau Elenor? Da ist doch niemand. Nein, aber natürlich nicht. Liebes, ist es nur. Es war wirklich seltsam. Ich weiß, dass Alvin die kleine Miko zum Konvent mitgenommen hat, aber nun ist es so, als wäre er immer noch hier in diesem Raum. Ich konnte seine Wärme spüren. Aber es ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für solch Unsinn. Mein Kleiner hat heute einen großen Tag, darauf soll ich früh konzentrieren. Lol. Und die Ägern. Gut, auf den Versammlungsraum. Jetzt kommt er komplett ganz rechts. Allerdings möchte ich noch hier gerne durch diese Tür. Guck dir den kleinen Dicken an, hier da rum stolziert. Vorher gehen wir nochmal hier abchecken, was hier drin ist. Jetzt, wo er als heil ist. Ein Fiole Weisen-Elixier. Oh Gott, Bücher. Ein altes Tagebuch von Bodo. Seit dem Tag, an dem ich den Thron an den jungen Alvin abtrat, hat der Knabe alles dafür getan, Ashbrook zum großartigsten nur möglichen Königreich zu machen. Ihm war keine Krone in die Wiege gelegt und ich muss zugeben, dass ich anfangs einige Zweifel meiner Untertanen hinsichtlich seiner Eignung als Herrscher teilte. Aber nun weiß ich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Schon bald erlangte er ihr Vertrauen und ihren Respekt. Genau wie meinen. Die ganzen Nationen stehen fein hinter ihm. Meine teuerste Elenor hat mit ihren Gatten eine wahrlich gute Wahl getroffen, sodass sie mich ganz an den Freuden meines Ruhestands widmen kann. Ja. Der Ruhestand, ne? Gut. Auf zur Versammlung.
Zum Ratssaal. Dieses Kind. Er ist derjenige. Er trägt das Mal, daran besteht kein Zweifel. Des finsteren Aufstieg des Weltenbaums Fall, Lichtbringer behüt uns all. Streckt aus den Arm, dort lässt leuchten sein Mal, sein Kommen fürs Ende der Nacht sein ein Fanal. Letzte Verse des Buches von Edwin. Von Erdrick! Mann! Alte Erzählungsfolge wurde finsterer im Zeitalter der Legenden vom Lichtbringer besiegt, wodurch dieser der Welt ewigen Frieden bescherte. Aber wie er sicher bemerkt hat, durchstreifen erneut Monster das Land. Der Frieden in Erdria ist in Gefahr. Das Königreich Kriegerwelt ist den teuflischen Kreaturen bereits in die Hände gefallen und mit ihm König Arnaut. Wir werden ihn schmerzlich vermissen. Jetzt ist ein Kind geboren worden, welches Mal trägt, womit wir auch beim Grund für das heutige Treffen wären. Was bedeutet das alles für Erdria? Ich spreche vom Finsteren, vom Monstern, die Amok laufen, von den Jahrhunderten wären Frieden, der in Brüche geht. Aber die Geburt des Kindes läutet doch gewiss das Ende unserer Sorgen ein. Jetzt, da der Lichtbringer bei uns ist, kann das Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Der Friede kann aufrechterhalten werden. Es ist alles gut, oder nicht? Hey, ihr glaubt, die Anwesenheit des Lichtbringers wird sicherstellen, dass der Friede obsiegt? Könnt ihr euch da gewiss sein? Vergebt mir, Fürst Bodo, aber das Buch von Erdrick enthält noch ein weiteres Gesicht zu diesem Thema, oder? In der Tat, es ist die erste Verse, die Prophezeiung. Der Weltbaum sandt vor allem anderen Gaben, den Lichtbringer, den kühnen, erlauchten Knaben. Indes geht Licht stets mit Schatten einher, der finstere Tod, schwarz und gewaltig ist er. Was wollt ihr beiden damit antworten, dass der Lichtbringer für das Erscheinen des Finsteren verantwortlich ist? Ohne Licht kann es keinen Schatten geben, und ohne Finsternis können die Sterne nicht strahlen, so war es schon immer. Finsternis und Licht müssen koexistieren. Es könnte also tatsächlich die Geburt des Lichtbringers sein, die dafür sorgt, dass der Finstere erwacht. Ja, wagst du an, dass mein Sohn die Ursache unserer Probleme ist, dass der Lichtbringer keine Macht des Guten ist? Können wir denn sicher sein, dass er das ist? Das Böse nimmt schließlich nicht immer die Form eines Monsters an. Ihr müsst doch das unheimliche Leuchten bewirkt haben, das Erdricks Stern in letzter Zeit abgibt, und zwar seit der Geburt eures Kindes. Was wollt ihr damit? Bäh. Der Stern sinkt des Nachts, wisst ihr? Ich habe ihn gehört, er sinkt von Erdrias Zerstörung. König Gustav hat recht. Oh, fangt er nicht auch noch an. Unheilvolle Schritte nähern sich, wir können sie alle hören. Als Anführer dieser Welt sind wir es unseren Völkern schuldig, das Übel schon beim geringsten Anzeichen an der Wurzel zu packen. Selbst wenn diese Wurzel uns schmerzlich nahe sein sollte. Wieso sprecht ihr es nicht einfach aus? Ihr wollt, dass ich meinen Sohn töte? Mein eigenes Fleisch und Blut? Es ist etwas geschehen, kurz bevor das Kind geboren wurde. Einige unter euch haben es sicher gesehen. Ein kleines Licht schoss von Yggdrasil empor und brachte den Himmel zum Glühen. Einen Moment lang sah es aus, als wäre die Nacht zum Tag geworden. Wir sahen das gleiche Licht an den Abend, als er geboren wurde. Es ging von dem Mal auf seine Hand aus. Das Kind ist eine Macht des Guten. Noch nie war ich mir eine Sache so gewiss. Er hat die Finsternis nicht heraufbeschworen. Er wurde zu uns gesandt, um sie zu vertreiben. Licht und Finsternis sind nicht zwei Seiten derselben Medaille. Das Licht des Lichtbringers ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das die Welt vom Bösen reinigen wird. Ein mitreißender Auftritt. Hättet ihr allerdings auch nur ein Quäntchen weniger Überzeugung erkennen lassen, dann hätten wir keine andere Wahl gehabt, als euch das Kind abzunehmen. Der Lichtbringer ist das Kind Yggdrasil. Er allein kann die Welt erhellen. Wir müssen ihn um jeden Preis beschützen. Ich hoffe, ihr könnt uns unsere kleinen Tests vergeben. Wir mussten uns vergewissern, wie stark euer Glaube ist. Ah, euer Gesicht. Ich bin zufrieden. Schickt ihn nach Heliodor, wenn er alt genug ist. Er wird dann in allen ausgebildet werden, was er benötigt, um seine Bestimmung zu erfüllen. Wir müssen dem Lichtbringer die Macht übertragen, uns alle anzuführen.
König Kano, ihr alle, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah, sehr gut, das, der dringlichste Punkt auf unserer Tagesordnung wäre so abgehakt und die Sache ist genauso ausgegangen, wie ich mir gedacht habe. Also ist es entschieden, unsere Königreiche verfolgen alle dasselbe Ziel. Möge Yggdrasils Wille geschehen. Damit wäre der Konvent abgeschlossen. Bis jetzt müssen wir den Lichtbringer nur noch seinem begeisterten Publikum vorstellen. Danke, König Karneol. Meine Freunde, ich danke euch alle für euer Kommen. Nun, das... Euer Majestät! Was ist los? Ihr müsst fort aus dem Palast fliehen. Monster! Hunderte! Hunderte von Monstern! Wir werden angegriffen, hört her, wir müssen alle weg und zwar sofort. Ja. Und zwar sofort. Mein Hals ist gerade, warte einen Moment. Gib kurz einen Cut. So. Wir haben mich ein bisschen verschluckt. So, schnell raus hier und gucken, was hier los ist. Uhaha, wo ist der Lichtbringer, ihr Würmer? Übergebt ihn uns! Ihre Streitmacht ist groß, aber sie werden das Kind nicht bekommen. Fürst Bodo und ich werden sie aufhalten. Nehmt Eleonore das Kind und flieht aus dem Schloss fort. Aber König Kanu, das ist Selbstmord. Meinetwegen müsst ihr euch keine Sorgen machen. Noch bin ich kein altersschwacher Kreis. Jetzt geht schon. Danke euch beiden. Ja. Hoffentlich hat Alvin es im Thronsaal geschafft. Dummes Menschengewürm. Ihr werdet sterben, wenn ihr versucht, euer geliebten Lichtbringer zu retten. Das Monster scheint sich Miko irgendwie nicht bewusst zu sein. Versucht uns anzugreifen. Ja. Oh. Ein Bulzebub. Greifen wir es mal an. Cool, dass wir jetzt was angreifen können, ne? Der Bulzebub wurde besiegt. Hoffentlich hat alles drunter geschafft. So, greifen einfach immer weiter an. Welle. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn abwählen kann. Sehr froh, dass ich euch helfen konnte, geholfen habe. Angreifen, sofort, natürlich, klar. Das sieht uns ja nicht. Das ist ziemlich easy. Also gelten Erfahrungspunkte für ne? Ach ja, wir sollen zum Thronsaal. Das ist aber hier drüben. König Alvin, seid ihr hier? Wir hatten uns schon solche Sorgen gemacht. Ihr seid am Leben. Ohne Himmel sei Dank. Als wir die Monster gekommen sind, haben wir das Schlimmste befürchtet, was euch beide betrifft. Das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen hier verschwinden. Wir alle kommen schon. Ein bisschen schneller. Ach Gott, warum so langsam? Oh, er zieht sich die Rüstung an. Was auch passiert. Ich werde euch hier herausholen. Versprochen. Gehen wir. Ja, dann gehen wir mal, ne? Und dann schnell runter. Yay! Ich frage mich nur, warum König Alvin den kleinen Prinzen mit nach unten genommen hat. Ich hoffe einfach nur, dass es beiden gut geht. Wir gehen ja schon runter. Oh.
Hierdurch sollten wir hinaus gelangen. Ich spüre seine Anwesenheit, ich fühle ihn, ich rieche ihn, den Lichtbringer. Gebt ihn mir, es gibt kein Entkommen. Versuch doch ihn zu dir zu holen. Ja! Die Monster sind überall, was sollten wir nur tun, Alvin? Wenn sie sich auf die Seite des Schlosses vorgedrungen sind, müssen sie es umzingelt haben. Uns bleibt nur die Tunnel hier entlang. Alter, wie sie gechillt da langlaufen, Alter. Wir machen mal die Monster hier alle fertig. Gratis Geld und gratis Erfahrung. Und sie greifen uns, glaube ich, nicht an, ne? So, du auch. Jetzt hast du gesehen, was übersprungen, tut mir leid. Zack. Oh, er greift sogar an. Alter, ich habe gedacht, ich greife nicht an. Naja, ist auch nicht schlimm. So. Gucken wir nochmal die Räume ab. Checken. Huch, da sind die ja. Ich glaube, da ist es. Schnell hier rein, bevor die Monster uns finden. Klar, aber erstmal gucke ich mich hier um. So. Hier ist aber gar nichts. Da will ich noch kurz mal auf die andere Seite gehen. So. Du. Wie er sich versteckt, Alter. Naja. Dem kann man nicht verübeln, aber ich würde eher versuchen abzuhauen, zu fliehen, anstatt mich zu in der Ecke zu verstecken. Aber gut, dann würde ich sagen, ich beende hier die Party. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.